Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute schon wieder ein Pfeifen-Review für euch und zwar eine, die ich schon länger bei mir habe und jetzt endlich mal dazu komme, das Review zu drehen. Und zwar ist es die Magnum Industry mit der Master X3 Ball. Leute, ich würde sagen, ich zeige euch das Intro und dann kommen wir auch direkt zum Aufbau und sehen uns hier im Review wieder. So, dann kommen wir mal zum Aufbau von der Magnum. Ist sehr, sehr simpel. Das war auch so gewollt von dem Team hinter Magnum. Auf der Seite steht auch schon, dass das Ziel war, dass man die Pfeife möglichst schnell und einfach aufbauen kann. Das Einzige, was ich jetzt nicht auseinandergenommen habe, war nochmal der Teller. Der hat natürlich wie gewohnt oben einen Kopfadapter, unten einen Schliffanschluss und in der Mitte ist der Teller an sich. Ist ein sehr simpler Teller, sehr schöner Teller, gebürsteter Teller aus Edelstahl. Passt also alles. Ihr habt unten einen 18/8 Schliff, wie man das eben so kennt und gewohnt ist. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Rest an. Das hier ist die Base. Wir gucken uns natürlich immer mal wieder hier in der Detailaufnahme an. So sieht die Base aus. Wir sehen oben die Bohrung, wo gleich die Rauchsäule reinkommt. Vorne die Bohrung, wo der Schlauchanschluss drankommt. Und ansonsten haben wir auf der anderen Seite hier noch das Entlüftungssystem. Und von unten sieht das Ganze so aus. Wir sehen da unten schon eine Aussparung. Da kommt jetzt nämlich hier, so hier in die Base, packen wir dann da die kleine Kugel rein. Ihr seht, die liegt jetzt oben schon im Entlüftungsventil. Dann legt man einfach hier in die Aussparung diese kleine Platte hier mit rein. Die legt man dann da einfach mit rein. Da sehen wir ja schon, haben wir auch hier die Aussparung für. So, damit ist dann diese Kugel fest. Wir nehmen uns die Rauchsäule, die übrigens meiner Meinung nach ja auf jeden Fall schon mal sehr schön designt ist. Oben sehen wir, haben wir Platz für den 18/8 Schliff vom Kohleteller. Und auf der Unterseite sehen wir schon, hier, dass da noch ein sehr langes Stück dran ist, was dann eben in die Base reingeht. Und hier unten ist das Gewinde, womit wir das Ganze dann mit dem Tauchrohr verschrauben. Das heißt, wir stecken unsere Rauchsäule hier so durch und können dann von der anderen Seite unser Tauchrohr mit abschraubbarem Diffusor unten, den habe ich auch noch nicht abgenommen, den könnte man also auch noch abnehmen, hier unten den Diffusor, das könnte man noch abschrauben. Das packen wir dann eben hier unten dran und schrauben das Ganze fest. Die Gewinde laufen sehr, sehr nice, also wirklich hervorragend, ihr merkt auch sofort, Gewinde ist dran, das Ding sitzt bombenfest, also da merkt man schon, da ist eine sehr, sehr ordentliche Verarbeitung am Start, also wirklich sehr nice. So, hier haben wir den Schlauchanschluss, das ist ein 14/5 Schlauchanschluss, den wir hier sehen. Auch den schrauben wir noch an unsere Base dran. Auch das Gewinde läuft absolut butterweich. Hier dann noch der Schliffanschluss, obendrauf der Kohleteller und fertig ist das Ganze. Jetzt hole ich noch die Bowl, die ich vielleicht in der Küche vergessen habe. So, und hier seht ihr noch die wunderschöne Bowl mit den wunderschönen Cuts. Also ich finde sie wirklich sehr nice. Ich finde, die ist ultra schön geworden. Wir sehen noch vorne drauf einen Sticker. Ob der Fokus da jetzt Bock drauf hat, ja, ich glaube, es geht so halbwegs. Steht auf jeden Fall drauf, Handmade Czech Crystal Glass, also sehr, sehr nice. Die Expertise für Glas liegt auf jeden Fall in Tschechien, nicht in Deutschland. Das heißt, da ist es tatsächlich geil, dass die Bowl nicht made in Germany ist. Und sie hat auch wirklich gut Gewicht. Und ich würde sagen, der letzte Schritt, den machen wir auch noch zusammen. Wir packen die Pfeife mal auf die Bowl, drehen am Gewinde. Und ihr merkt schon, man braucht auf jeden Fall ein paar Umdrehungen. Dafür sitzt das Ganze dann wirklich hervorragend hier drauf. Ist schon fast ungewohnt, mal wieder eine geschraubte Pfeife zu testen, aber ich finde, in dem Fall ist das gar nicht so schlimm. Was an der Bowl auch noch cool ist, ihr habt auf der Unterseite noch so ein schönes M drin. Fand ich ganz geil. Ist ein cooler Akzent. Ja, ein cooler Akzent. So, ich würde sagen, ich schmeiße das Baby mal an und dann sehen wir uns im Review wieder. Ja, Leute, ihr habt den Aufbau schon gesehen. Und da habe ich ja auch schon die ersten Worte über die Verarbeitung verloren. Aber erstmal kommen wir so nochmal zu einem groben Überblick. Das ist die Magnum Industry. Industry bedeutet, dass wir hier eine Base haben,
die ein eingelassenes Entlüftungssystem hat und man keine weiteren Schläuche mit anschließen kann. Es gibt auch noch andere Varianten. Das hier ist jetzt eher so die Bar-Variante, sag ich mal. Aber für Leute wie mich, die eh gerne Einschlauchpfeifen haben, fand ich das ganz nice mit dem eingelassenen Ventil. So, ich habe es schon gesagt, ist eigentlich eine Barpfeife, Industrie, wir können schon so herleiten, dass die halt eher für den Bargebrauch ist und da leiten sich dann auch wieder einige Entscheidungen her, die für diese Pfeife getroffen wurden. Zum Beispiel haben wir eben im Aufbau gesehen, dass die Kugel von innen fixiert wird und man von außen, ohne die Pfeife aufzuschrauben, gar nicht an die Kugel drankommen kann. Es passiert in Bars leider immer mal wieder, dass Kugeln geklaut werden und das ist auf Dauer extrem nervig. Das kann bei dieser Pfeife hier eben nicht passieren. Die Industrie, wie ich sie hier jetzt stehen habe, kostet 269 Euro. Man muss aber halt dazu sagen, wie ihr eben im Aufbau schon gesehen habt, es ist eine tschechische Kristallglas-Bowl mit dabei und die Bowl alleine kostet bei Magnum schon 130 Euro. Das heißt, der Rest von der Pfeife würde so gesehen nur noch 140 Euro kosten. Ich finde, man muss auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es tschechisches Kristallglas ist, weil da wissen wir ja schon von den Ocean Bowls, die alleine schon 200 Euro kosten, dass das bisschen Glas hier schon sehr, sehr teuer werden kann. Und wenn man das eben betrachtet, ergibt sich das im Gesamtpreis dann als gar nicht so unglaublich teuer. Es ist halt trotzdem eine Pfeife, die 270 Euro kostet, also schon nicht ganz günstig. Die Frage ist, ist sie ihr Geld wert? Und da starten wir am besten doch nochmal bei Verarbeitung und Qualität. Die Gewinde laufen hervorragend. Ihr habt absolut keine scharfen Kanten. Es wurde sehr schön entkantet, sehr schön entgradet. Ich habe keinerlei Kratzer irgendwo gefunden. Die Schliffe, die Gewinde und Co., es läuft alles wunderbar. Es hakt nichts, es stockt nichts. Ich habe kein einziges Bläschen in der Bowl gesehen. Die Bowl ist unglaublich schön und massiv. Die Metallteile sind unglaublich massiv. Also von der Verarbeitung und der Qualität her schon mal eine 1+ mit Sternchen. Magnum wirbt auch damit, dass die Pfeife komplett made in Germany ist, natürlich abgesehen von der Bowl, die aus Tschechien kommt. Glas aus Tschechien, definitiv keine schlechte Sache. Die Expertise für Glas sitzt auf jeden Fall eher in Tschechien. Es gibt natürlich auch gute Glasbläsereien in Deutschland, aber tschechisches Kristallglas, Leute, ist meistens einfach sehr, sehr nice. Nach Verarbeitung und Qualität gucke ich mir meistens erstmal das Design von der Pfeife an. Na klar, Design und Optik von der Pfeife, das ist immer super subjektiv. Das muss einfach euch gefallen. Ich sage es immer wieder, es gibt trotzdem Leute, die einfach schreiben so, ich finde sie hässlich. So, ist okay, wenn ihr sie hässlich findet, Leute. Es gibt aber bestimmt Leute, die sie schön finden. Ich finde sie schön. Ich finde nur hier diese eine extrem dünne Stelle über der Base, die hätte man noch ein kleines bisschen dicker machen können. Das hätte ich mir gewünscht, dass das hier so ungefähr die Dicke hat von hier oben. Aber das ist eine Kleinigkeit. Ansonsten finde ich die Pfeife eigentlich sehr hübsch. Sie ist slim, sie ist mir nicht zu groß. Ich finde es sehr schön, dass sie hier so schmal ist und wie die Bowl dann ausläuft und dann noch die Katze in der Bowl. Ist sehr, sehr nice. Man hat aber natürlich die Wahl zwischen mehreren Bowls. Es gibt eine Clear Bowl, die X1, die X3, die X5 und ich glaube sogar noch mehrere. Da könnt ihr gerne mal auf der Seite von Magnum vorbeischauen. Übrigens, bei Magnum gibt es jetzt auch den Code SWG10. Also falls ihr bei Magnum bestellen wollt, nicht vergessen, ihr könnt nochmal 10% sparen und bei so einer 240-Euro-Pfeife sind das halt mal direkt 27 Euro, die man da gespart hat. Aber ich finde sie auf jeden Fall schön. Ich finde die Verzierung an der Base sehr, sehr nice. Hier den Übergang von der Rauchsäule in die Base finde ich auch schön gelöst. Das Einzige, was so ein bisschen langweilig ist, ist jetzt kein Negativpunkt, aber da hätte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr das Design von der Pfeife mit aufgreifen können, ist der Schlauchanschluss. Das ist ein relativ standardmäßiger 14,5er Schlauchanschluss. Und auch der Schlauchanschluss an sich, also nicht nur der Schliffanschluss, sondern auch der Schlauchanschluss an sich, sind nichts großartig Besonderes. Aber sie fallen auch nicht negativ im Design auf. Ich finde, es ist mal wieder eine relativ klassische deutsche Pfeife, wie man das schon so gewohnt ist. Muss auch nichts Schlechtes sein. Das hat sich ja als sehr gut bewiesen in der Vergangenheit. So eben auch bei der Magnum. Aber kurzum, Design, mir gefällt es gut, aber im Endeffekt muss es euch gefallen, wenn ihr euch die Pfeife vielleicht kaufen wollt. Aber schaut euch da gerne mal bei Magnum um. Da gibt es noch verschiedene Varianten, unter anderem halt mit anderen Bowls und so weiter. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Was man auch noch bei der Optik mit kurz erwähnen muss, ist das Entlüftungsventil. Ich finde es sehr schön, dass es eingelassen ist in die Base. Macht natürlich bei einer Pfeife, die primär für Bars gedacht ist, extrem viel Sinn, das eingelassen zu haben, damit keiner die Kugel klauen kann. Ich finde allerdings beim Entlüftungssystem wirkt sie ein bisschen alt. Ja, also es sieht jetzt nicht hässlich aus, aber in so Zeiten, wo wir immer krassere Entlüftungssysteme gewohnt sind, ist es fast ein bisschen
2018, 2019 mäßig und nicht so 2020 mäßig. Viele sagen, Digga, ich brauche gar kein so krass ausgefallenes Entlüftungsventil. Ich bin vollkommen zufrieden, wenn das einfach schön in die Base mit integriert ist und fertig. Ich entlüfte mal, dann seht ihr, wie es aussieht, aber da kommt halt einfach ein bisschen Rauch aus den drei Punkten, ne? Also es sieht auf keinen Fall übel aus und es geht auch nicht schwer oder so. Was ich noch dazu sagen muss, was ich sehr angenehm finde, es ist eine Gummikugel hier drin und das habe ich noch nicht gesehen, aber das funktioniert hervorragend gut. Gummi relativ leicht, das heißt, das Entlüften geht auch nicht super schwer, sondern eher einfach und man hat nicht diese dauernden Klackergeräusche von der Pfeife, was einfach nochmal irgendwie viel, viel wertiger wirkt. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein kleines Teil wie so eine billige Gummikugel so eine schöne Auswirkung auf eine Pfeife haben kann, aber ich habe mir auf jeden Fall gedacht, als ich die Pfeife geraucht habe, das würde ich mir doch bei mehr Pfeifen wünschen, dass sie so eine Gummikugel haben. Weil egal wie ich hier entlüfte, man hört nichts von dieser Kugel. Finde ich nice. Ne, man hat es ja immer wieder bei anderen Pfeifen, dass die Kugeln extrem klackern. Kann auch cool sein, aber im Endeffekt finde ich es eigentlich nice, wenn man das nicht hört, weil es einfach extrem wertig wirkt und zu so einer Made in Germany Pfeife einfach extrem gut passt, meiner Meinung nach. Ist vielleicht auch wieder ein bisschen Geschmackssache, wenn ihr sagt, nee, ich will die Kugel arbeiten hören, dann ist die Magnum vielleicht nichts für euch. Wenn ihr sagt, stimmt, das hört sich schon ganz nice an, dann auf jeden Fall ein schöner Pluspunkt für die Magnum. Bei mir ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Magnum. So, nachdem wir über Preis, Verarbeitung und Design gesprochen haben, kommen wir zum wichtigsten Punkt und das ist das Rauchverhalten. Erstmal gehen wir noch kurz auf den Diffusor ein. Man kann ihn auf- oder auch abschrauben, je nachdem wie ihr das möchtet. Ich habe sie meistens mit Diffusor geraucht, weil ich es sehr nice finde, wenn dieses Ziehgefühl, also das Gefühl beim Ziehen, so schön gleichmäßig ist. Das mag ich sehr, sehr gerne, deswegen bei mir meistens der Diffusor dran. Ohne den Diffusor hat sie einen sehr schönen Klang. Könnte noch ein Ticken tiefer sein, aber ich mag den Klang auf jeden Fall. Mit Diffusor hört ihr eigentlich nur so ein leichtes Plätschern. Also es ist schon echt ein guter Diffusor. Der macht schon schön leise die Pfeife. Aber vor allem sorgt er halt dafür, dass wir wirklich so ein ganz smoothes Gefühl haben beim Ziehen. Der Durchzug von der Magnum ist für mich perfekt getroffen. Ihr wisst es. Ich mag einen guten Durchzug, aber auch keinen zu guten Durchzug. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 kriegt die Magnum so eine 7,5 oder 8, was für mich perfekt ist. Man muss noch ein bisschen ziehen, aber es geht sehr, sehr easy. Und mit dem Diffusor dann eben auch noch sehr, sehr gleichmäßig. Also ich mag es genauso, wie die Magnum das macht, extrem gerne. Und habe auch gemerkt, als die Magnum bei mir ankam, ich habe sie immer häufiger geraucht und sie sehr, sehr gerne geraucht. Und ich glaube zum größten Teil, weil die Intensität an Ziehen vom Durchzug und die Intensität vom Entlüften für mich krass on point ist. Also das Rauchverhalten fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich auch irgendwie wertig an. Ich weiß nicht, ob das dann mittlerweile irgendwann Einbildung ist, dass sich das Rauchverhalten wertig anfühlt oder so. Aber es wirkt für mich einfach super, super rund und super, super angenehm. Also auch beim Entlüften denke ich mir die ganze Zeit so, es ist genau das Level an Druck, das ich nice finde. Man muss was dafür machen, dass die Pfeife entlüftet, aber man hat nicht das Gefühl, man muss da reinballern ohne Ende, sodass da irgendwie Rauch rauskommt. Das Closed Chamber System, das wir hier drin haben, funktioniert gut. Leute, Closed Chamber heißt nicht, dass die Bowl mit einem Mal entlüften komplett leer sein soll. Das Einzige, was Closed Chamber bedeutet, ist, und jetzt muss ich die Pfeife mal ein Stück drehen, dass der Rauch nicht so seitlich reinkommt, wie der Schlauchanschluss hier reinläuft, sondern dass es in der Base nochmal umgelenkt wird, also so reinkommt in den Schlauchanschluss, aber dann nochmal nach unten in die Base umgeleitet wird. Das ist alles, was Closed Chamber bedeutet. Der Vorteil davon ist natürlich, dass man eine Bowl schneller entlüften kann. Das Versprechen von einem Closed Chamber ist aber nicht, dass man eine Bowl mit einem Zug entlüften kann. Das heißt, für mich ist es kein schlechtes Closed Chamber System, wenn ich zweimal pusten muss. Im Optimalfall wäre die Bowl halt extrem schnell leer. Dadurch, dass wir hier ein relativ kleines Bowl-Volumen haben, was mir auch sehr gut gefällt, muss man aber nicht oft entlüften. Also ich entlüfte jetzt mal gucken, ob wir sie in einem Zug leer bekommen. Fast. Also ganz, ganz minimal steht noch Rauch drin. Man muss sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Also es ist nicht einmal und die Bowl ist leer. Aber es geht ganz gut. Also finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Sieht man natürlich auch immer bei der Rauchmenge, die hier rauskommt, dass ein Closed Chamber gut funktioniert.
da ist wiederum ein Closed Chamber wichtig, finde ich. Wenn man eine Pfeife hat, die ein sehr schönes Entlüftungssystem hat, kann man eben ziehen und entlüften und durch das Closed Chamber geht halt sehr viel von dem Rauch dann wirklich ins Entlüftungssystem. Wir sehen auch hier bei der Magnum, dafür, dass da drei kleine Löcher hier in der Base sind, kommt da schon ordentlich Rauch raus. So Leute, Preis ist, denke ich, relativ gerechtfertigt für eine Pfeife, die in Deutschland gemacht wird und standardmäßig mit einer tschechischen Kristallglas-Bowl kommt. Die Verarbeitung ist absolut on point, die Materialien sind sehr, sehr nice gewählt und wirken sehr, sehr geil. Das mit der Gummikugel, so ein winziges kleines Detail, wirkt auf mich auf jeden Fall extrem nice. Optik gefällt mir auch, bis auf diese eine Stelle, die meiner Meinung nach nochmal ein Ticken dicker sein könnte. Vielleicht würde es aber auch nicht so nice wirken, wenn hier so ein unglaublich breites Stück in die Base gehen würde. Das müsste man halt einfach mal sehen, um es wirklich beurteilen zu können. Aber ich finde die Optik auf jeden Fall schön. Das heißt, bei allen Punkten schneidet die Magnum eigentlich sehr, sehr gut ab. Das heißt, die Magnum ist eine sehr, sehr gute Pfeife. Also wenn ihr auf der Suche nach einer hochqualitativen Pfeife seid, die in Deutschland gemacht wurde und wirklich mit höchsten Qualitätsstandards zu euch kommt und ihr das deutsche Design von den Pfeifen feiert, dann könnte die Magnum auf jeden Fall was für euch sein. Denkt dran, falls ihr Interesse an der Magnum habt, Code SWG10, kriegt ihr nochmal 10% Rabatt auf alle Pfeifen bei Magnum. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten hoffe ich, dass den Leuten, die sich überlegt haben, eine Magnum zu kaufen, dieses Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Ansonsten lasst mir sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.